Hallo, meine Lieben. Und da bin ich noch mal zur Gute Nacht. Die Frau Toni ist noch mal am Start. Wir schauen jetzt hier noch mal rein. Wir hatten heute hier eine ja, sehr schöne Legung, wie ich fand. Ne? Jemand nimmt Anlauf. Hier nimmt jemand Anlauf, um dir seinen Lorbeerkranz um die Ohren zu hauen, mein Schatz. Ja, eine gute Nachtlegung. Aber zu Beginn, ja, herzlich willkommen, ja, an alle meine lieben Zuschauer, die schon länger hier bei uns sind, und natürlich auch herzlich willkommen allen neuen Zuschauern und auch Abonnenten. Schön, dass ihr da seid, und ich bedanke mich an all diejenigen, die unseren Kanal, unsere Community hier unterstützen mit einem Like oder vielleicht sogar mit einem Abo. Vielen herzlichen Dank dafür. So, wir starten jetzt mal. Ich würde da gerne mal ein bisschen tiefer reinschauen und mal schauen, ob wir in der gleichen Energie schwingen. Und ja, ihr denkt bitte dran, dass das hier eine allgemeine Legung ist, ne? Ist eine Kollektivlegung, die kann hier Botschaft für dich enthalten, muss es aber nicht, ne? Da müsst ihr wirklich mal reinfühlen, und alle verwendeten Kartendecks findet ihr natürlich unter dieser Infobox hier, unter diesem Video verlinkt. Ihr Lieben, wir schauen mal rein, und ich finde es sehr passend. Wir nehmen jetzt hier mal unseren lieben Chuck Speziano, ne? Und ich will doch mal gerne schauen, wir nehmen mal hier eine Karte und dann schauen wir mal, wo geht die Reise hin, ne? Mit einem kleinen Käffchen hier. Am Abend koffeinfrei. Mhm. Wir hätten hier gerne eine Karte mal bitte als Botschaft. Verrat. Leute, Verrat. Und die Liebenden unterm Deck. Eieiei. Falls ihr die Legung von heute Nachmittag, Abend, ich weiß nicht, wann die hochkommen, ne? Zurzeit dauert es sehr lange mit dem Hochladen. Da hatten wir die 7 der Schwerter, und hier fällt jetzt die Karte Verrat. Es könnte also tatsächlich, weil wir haben hier noch die Liebenden, wirklich hier der Fall sein in dieser Verbindung, so wie ich es vermutet hatte, ne? Dass hier in der, ja, in der Liebe, wir haben hier die Liebenden, guck, dass da etwas nicht stimmt. Und Verrat, ja, das klingt jetzt, Verrat klingt sehr hart, ne? Klingt hier sehr hart, aber vielleicht ist hier doch einer von euch beiden ja in einer Verbindung, ne? Und man hat sich hier vielleicht anderweitig ja verliebt, das kann sein, ja, manchmal stecken ja Menschen in einer Verbindung, wo man vielleicht schon Jahre nicht mehr glücklich ist. Auch das gibt's, ne? Und dann kommt jemand zurück oder ist plötzlich da. Also alles ist möglich. Es kann hier aber auch, weil wir haben ja, das ist natürlich ein Problem, ne? Die 7 der Schwerter mit diesem Rückzug aus der Legung von heute Nachmittag, ne? Oder Abend. Jedenfalls die Legung von heute. So. Da hatten wir die 7 der Schwerter, und es kann sein, dass hier jemand, wir hatten auch den Teufel, dass das vielleicht so ein Schattenthema ist, dass hier jemand kein Vertrauen fassen kann, ja, kein Vertrauen in gesagte Worte oder kein Vertrauen in den anderen Menschen hat, ne? Ich bin gespannt, wir legen hier gleich mal noch, wir legen hier jetzt los und wir legen hier noch was drauf, so. Sehr spannend, einmal noch. Ich hoffe übrigens, es geht euch allen gut da draußen, ne? Das hoffe ich sehr. So, was darf ich hier noch wissen für meine liebsten Zuschauer? Vorwärts gehen, neue Entwicklung. Also ich nehme, es ist, also ja, mein Gefühl trügt mich selten. Stabilität, Sicherheit und Wachstum, ja. Also hier war höchstwahrscheinlich in dieser Verbindung zwischen euch beiden, gab es hier ein Thema. Entweder, ja, war einer von euch beiden vielleicht in einer Verbindung, oder es hat sich da noch jemand eingemischt. Auch das kann durchaus sein, ne? So, jetzt schauen wir da mal rein. Ihr Lieben, ich muss mich nur gerade entscheiden, wer möchte, die möchten hier gerne. Ist das Arcanum Tarot, ja? Findet ihr, wie gesagt, unter diesem Video. So, ihr Lieben, was dürfen wir hier wissen? Ich bin gespannt. Wir legen mal auf den Verrat und somit auf die Blockade, auf das Hindernis.
was hier in dieser Verbindung offensichtlich ist. Man geht aber da raus, ne? Hier entwickelt sich etwas anderes. Vielleicht, ich meine, wir hatten die Sieben der Schwerter, ne? Ich erinnere mich, ihr erinnert euch vielleicht auch. Und den Hierophanten, der dafür spricht, man soll hier ins Vertrauen gehen. Ja? Und jetzt lasst uns mal schauen, was ist hier los? Vielleicht ist hier jemand mal verraten, betrogen worden auch. Und man hat einfach aufgrund dessen Probleme mit Vertrauen. Ne? Weil der Hierophant, der ist eine Schutzkarte und der hat gesagt hier, Gottvertrauen, vertraue hier auf das, was du fühlst. Ne? Die Verbindung ist da, sei dankbar für diese Verbindung. Ne? Wir hatten auch die drei der Kirche. Es ist die Dankbarkeit. Ne? Was dürfen wir hier noch wissen? Da ist er schon wieder, der Hierophant. Ach, die Karten sind so wunderschön, ne? Also wenn ich meinen Tag kein Kartendeck in der Hand habe, geht es mir nicht gut, ne? Habe ich immer in der Tasche stecken. 1, 2, 3 manchmal auch. Ja, also der Hierophant ist die dritte Karte, die herausgefallen ist, ne? Er steht hier wieder für das Vertrauen. Hab hier Vertrauen. Und wir haben hier das Problem mit diesem Verrat, ne? Ich glaube, man hat hier Vertrauensprobleme. Das kommt mir hier direkt rein. Man traut sich hier nicht, etwas zu glauben. Das ist hier der Heilige. Das ist auch ein guter Berater. Der gibt dir weise Ratschläge. Aber hier geht es wirklich auch darum, ja persönlich, ja, also spirituell persönlich zu wachsen und ins Urvertrauen zu gehen oder ins Gottvertrauen zu gehen. Einfach auch in dich selber zu vertrauen. Ja? Vertrau auf das, was du fühlst. Ne? So, jetzt schauen wir mal. Die erste Karte, die 10 der Kelche. Die Karte, ach, auch wieder wunderschön, ne? Der großen, großen Liebe, ja? Hier geht es um ganz tiefe, emotionale Sicherheit, um Harmonie, um Liebe, um einen Gefühlsreichtum sondergleichen, will ich mal sagen, ne? Das ist hier wirklich Big Love. Und die 8 der Kelche, guck mal. Auch diese Karte hatten wir in der Legung von zuvor, heute von zuvor. Ne? Also wirklich etwas zurückzulassen, etwas gehen zu lassen, ja, schweren Herzens in eine ungewisse Zukunft hier zu gehen. Oh. Es kann also wirklich, ne, wir haben natürlich bei jedem von euch auch ein anderes Thema, das ist so, aber ich nehme hier, also hier sind zwei Menschen, die sich sehr lieben. Und es kann durchaus sein, ja, dass hier, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich spreche die jetzt mal an, ne? Hier sagt, Mensch, ich brauche doch immer was in der Hand. Guck mal, wie schön der leuchtet, ne? I love it. Hat mir übrigens jemand zugeschickt von euch. Vielen herzlichen Dank dafür. Freue ich mich riesig, ne? Dass man hier, ja, eine große Liebe losgelassen hat. Und man hier ins Ungewisse gegangen ist, ne? Und man hier wirklich vorwärts, also vorwärts gehen. Oh, und für andere kann es hier vielleicht wirklich dafür stehen, dass man sich hier aus einer Familie, vielleicht wurde hier jemand einmal verlassen, ja? Eine große Liebe ist hier einmal zu Bruch gegangen, ja? Und diese, naja, das ist sehr viel Kummer, was hier liegt. Ne? Hier hat jemand offensichtlich, wurde hier jemand mal verlassen. Jemand hat etwas verloren, was ihm sehr, sehr viel bedeutet hat. Ne? Es gilt jetzt hier einfach darauf zu vertrauen, dass es ja der richtige Weg war vielleicht auch. Ne? Oder wieder Vertrauen zu fassen. Ja, wieder, also sich hier zu entwickeln und vorwärts zu gehen. Ne? Da müssen wir tiefer mal reinschauen. Was dürfen wir hier noch wissen? Also es ist hier schon die gleiche Energie. Ne? Und da ist er, der Teufel. Der Versucher, die Verlockung, Verrat. Ne? Liegt hier auf den 10 der Kelchen. Also es kann durchaus sein, dass du vielleicht auch dein Gegenüber, ne, in einer Verbindung einmal sehr, sehr schwer verletzt wurde auf der Herzebene. Da ist was vorgefallen, ja, was nicht so schön war. Der Teufel, das kann eine Affärenenergie sein, ein Verrat sein. Ja, wir schauen weiter. Wir haben harte Energien zurzeit, ne? Also ich finde, heute geht es schon wieder, aber vor 2 Tagen, Leute, also pff. Was habt ihr davon mitbekommen? Wie ist es denn bei euch gelaufen?
Der Gehängte. Man hat hier sehr lange, boah, guck mal, in einer Verbindung gesteckt, von der man dachte, das ist es jetzt. Das ist die große Liebe. Es kann durchaus sein, ne, dass die einen oder anderen oder hier vielleicht wirklich dein Gegenüber sehr, sehr lange hier an einer Verbindung gehangen hat. Ja, vielleicht noch bis vor kurzem. Es kann durchaus sein. Und mit dem Gehängten hier und dem Teufel hat man hier sehr lang festgeklammert, festgehalten an etwas, ich sag mal, vielleicht auch toxischen, ja, an einem Gefüge, einer Verbindung, die einem wirklich nicht gut getan hat, ja. Das kann auch eine einseitige Liebe hier gewesen sein, ja. Und man hat sich hier aber entschieden, das zurückzulassen. Man entwickelt sich jetzt hier weiter, man geht wieder ins Vertrauen und es kann sein, dass hier ein Stillstand in eurer Verbindung vielleicht was damit zu tun hat, dass hier einer von euch beiden mal etwas erlebt hat. Ja, boah, das muss heftig gewesen sein, ne? Ein Verrat. Ja, hier stand eine Liebe unter keinem guten Stern, ne? Der Page der Stäbe. Hier entwickelt sich etwas, hier darf man sich weiterentwickeln. Hier gibt es einen Impuls von außen auch, ne? Das kann auch ein Vorschlag sein. Aber ich nehme wahr, dieses zu lange an etwas festhängen, ja, was hier vielleicht toxisch war, was euch oder dir oder deinem Gegenüber nicht gut getan hat, ne? Es gibt da diesen einen kleinen Impuls und das kann hier ganz einfach die neue Liebe sein, die ihr hier empfindet. Ja, du und dein Gegenüber. Hier hat man vielleicht einfach so einen kleinen Funken Liebesglück, einen kleinen Funken gebraucht, um sich hier zu befreien aus einer Geschichte, in der man ja sehr lange festgehangen hat, so rum. Ja, und einem, ich sag mal, man, der Gehängte, ne, der hängt ja, ne, während diesem Stillstand oder ja, ja, schon auch Stillstand, das ist schon richtig, hat man hier etwas erkannt, ja, man wird hier, man geht hier quasi, man hängt hier den Weg der Erleuchtung, man geht hier den Weg der Erleuchtung quasi, ne, mit dem Gehängten wird einem hier etwas bewusst, man hat hier sehr lange festgesteckt in einer Verbindung, ja, zu lange etwas mitgemacht, was einem nicht gut getan hat, weil man hier sehr starke Gefühle hatte, man war hier einfach total verliebt, ich sag's mal so, ne? Da hat man sehr lang drin festgesteckt, ne? Und der Gehängte, naja, das ist ein Riesenstillstand, also wirklich festgehangen in einer Verbindung, die einem nicht gut getan hat. Ich muss es so sagen. Und natürlich will der Gehängte uns hier sagen, dass wir hier in dieser Stagnation etwas sehr Wertvolles gelernt haben. Aber was ich hier, also auch mit dem Hierophanten, ne, was ich hier wahrnehme, ist das, was dazu führt, dass man sich dort frei macht, ne, ist hier wirklich dieser kleine Funken, der hier kommt, diese Feuerenergie, die hier vielleicht oben dein Seil oder sein Seil ja angekokelt hat, dass man runterfällt, runterplumpst. Und das ist eine Liebe, ein Gefühl, ein Impuls von außen, ein heißer Impuls, der dazu führt, dass man hier in eine Erkenntnis geht. Und wieder, und schau mal die Farben auch, ne? Und wieder ins Vertrauen geht, ins Vertrauen in die wahre Liebe vielleicht, ja? Ins Vertrauen darauf, dass nicht alle Verbindungen gleich ablaufen, ne? Dass es wahre Liebe gibt, ja? Kommt mir hier ganz klar so rein. Prost, ihr Hasen. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Das kann hier wirklich dieser Stillstand sein, den wir in der Legung von zuvor hatten. Ne? Ich versuche ganz laut zu sprechen. Puh, also diese Verbindung, diese Liebe, die hat hier jemanden wirklich ja, fertig gemacht. Ich kann es nur so sagen. Das sind also die Neun der Schwerter. Das ist... mit dem Teufel, meine Güte, hat jemand wirklich auch Angst gehabt. Das war eine riesen Krise. Ne? Das war, man war wirklich verzweifelt. Man macht sich vielleicht auch unheimliche Gedanken, vielleicht auch, weil man hier selbst was verbockt hat. Auch das kann sein. Ne? Ich weiß ja noch nicht, von welcher Seite du hier schaust, aber
Also hier hat man sich wirklich, das war hier nicht gut, ne? Es kann hier wirklich dafür stehen, dass hier jemand, ja, vielleicht mal einen Betrug miterleben musste. Ja, das Schöne, ne? Es fehlt uns noch eine Karte, aber ich zeige sie euch trotzdem, ist das jetzt hier, das Rad des Schicksals folgt. Auch eine wunderschöne Karte. Und das Rad des Schicksals, ja, die liebe Fortuna, hier geht es darum, dass sich hier eine unerwartete Wendung zeigen wird in dieser Verbindung, in der man sehr lange festgesteckt hat, die man loslassen darf. Ja, man darf hier vielleicht wirklich das Gefühl auch loslassen, ja, worin man noch festhängt. Hier ist vielleicht noch jemand im Schmerz, ne? Und das Rad des Schicksals, ja, steht auch natürlich für eine schicksalhafte Verbindung, steht aber auch für einen ganz neuen Kreislauf. Und das Rad des Schicksals auf dem Gehängten zeigt mir auch, dass man sehr lange, über einen ganz langen Zeitraum hier in etwas in einer Verbindung festgehangen hat, von der man sich jetzt hier löst und frei macht, ne? Auch von den Energien oder von dem Gefühl oder von den ganzen Gedanken, die man hatte, ja, und die hier was mit, vielleicht mit dem Verrat zu tun haben, ne? Also das fesselt dich ja schon, ne? Wenn du sowas erlebt hast, das steckt in dir drin wie so ein Dorn, ne? Und hier zieht man den Dorn raus, ne? Und das Rad des Schicksals zum Beispiel, das ist jetzt einfach an der Zeit, dass sich hier etwas wandelt, dass sich etwas entwickelt und dass man vorwärts geht, ne? Dass man nicht mehr stecken bleibt in diesen ganzen Zweifeln, in diesen schlaflosen Nächten, in dieser fetten Krise. So, fette Krise. Also das ist hier wirklich eine Qual gewesen, ja? Vielleicht hat auch sehr lange jemand in den Energien eines Verrates gesteckt noch, ne? Und darum kein Vertrauen mehr fassen können. Auch das kann sein, ne? So, wir schauen mal weiter. Och, und der Stern, wie schön. Also, es ist tatsächlich ein tieferer Blick in die Legung, die wir heute schon hatten, ne? Auch da hatten wir den Stern. Wunderschöne Karte. Boah, das lassen wir mal einsinken, diese schöne Energie von der Karte. Ist das schön, ey. Der Stern, der bringt hier natürlich ja, ganz viel Gefühl, ganz viel Hoffnung, ganz viel super gute Entwicklung hier rein, ne? Man kommt hier wirklich aus einem Teufelskreislauf, ja, aus einer Geschichte, die sehr, sehr verletzend war, in der man sehr viel leiden musste, aus einem, naja, ich will nicht sagen Opferhaltung, aber man hat hier schon sehr lange in dieser Energie des Liebeskummers, ich nehme hier nicht unbedingt Liebeskummer wahr, ich nehme hier eher wahr, dass man hier wirklich richtig am Ende war, ne? Nicht mehr schlafen konnte, man Tag und Nacht über etwas nachdenken musste, ne? Und dieser Stern jetzt hier, der bringt einfach auch eine, also wirklich eine positive Wende sowieso mit dem, guck mal, die beiden Karten zusammen. Da kann ich dir sagen, hier kommt eine große Heilung rein, hier können Gespräche stattfinden, hier kann es um eine neue Liebe gehen, aber hier geht es vor allem um Versöhnung, ja, und um ganz viel Heilung, die jetzt hier erfolgen darf, ja. Und dieser Stillstand, den ihr hier vielleicht hattet, ja, in der Verbindung oder generell, hat was damit zu tun, dass hier einer von euch beiden, vielleicht auch ihr beiden, ne, vielleicht wart ihr das, es ist auch vielleicht auch eure Geschichte, ne, dass hier erst eine Heilung stattfinden musste. Hier musste erst geheilt werden. Die Herzen mussten hier geheilt werden. Und der Stern ist natürlich auch eine Karte, die für eine Wunscherfüllung steht, ne? Also hier, das wird gut. Und dann deckt der Mond. Vollmond. Ich sag's euch, und das, Mensch, das ist ja der Knaller. Wir hatten ja auch in den Tagen vorm oder direkt am Vollmond oft die Karte der Mond, ne? Und auch in der Legung von heute Nachmittag. Man ist hier vielleicht, hat der Vollmond hier so viel angetriggert, so viel hochgeholt aus der Dunkelheit, ja, vielleicht auch Schattenthemen. Und das ist hier ein Thema, was hier verarbeitet und losgelassen werden darf. Ja, weil nach dem Mond wird die Sonne wieder aufgehen, ja. Und das soll hier geschehen in dieser Verbindung, ja. Also wir sehen hier ganz klar das Schattenthema,
Ja, eine dunkle Seite, das, was hier mal geschehen ist, blockiert hier eine neue Verbindung, eine neue alte Verbindung. Und es hat was mit einem, ja, mit einer Verbindung zu tun, die einem hier nicht gut getan hat. Ne? Ich will es mal so charmant sagen. So, ihr Lieben, da legen wir jetzt aber natürlich noch ein Kärtchen drauf. Ne? Das muss hier einfach sein. Und zwar, ich entscheide mich für eine Seelenführerkarte für euch. Wenn euch diese Legung hier gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, dass ich euch hier eine Freude machen konnte und ihr mir vielleicht ein Like da lassen möchtet oder sogar ein Abo. Da bedanke ich mich ganz herzlich für und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Aber jetzt hauen wir hier noch eine Karte raus, ne? Es geht hier um die Liebe und um die Liebenden. Und darum, dass einer von euch beiden, vielleicht auch ihr beiden hier, wirklich ein Thema hat mit Vertrauensproblemen, mit großen Vertrauensproblemen. Liebe ist hier ganz klar am Start. Meine Lieben, ich verabschiede mich für heute. Ich wünsche euch eine ganz gute Nacht und ich freue mich auf morgen, wenn wir hier wieder gemeinsam in die Karten schauen. Bis dahin sage ich, liebste Grüße, eure Toni.